Wenn ihr wissen wollt, was die besten 10 Spiele für die Xbox One sind, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir haben hart diskutiert, harte Kämpfe ausgetragen und uns letztendlich auf die 10 besten Spiele festgelegt und das sind die hier. Platz 10. Destiny schickt euch in die postapokalyptische Zukunft des Jahres 2700. Als Jäger, Titan oder Warlock kämpft ihr auf verschiedensten Planeten gegen verfeindete Alienrassen und verfrachtet euren Charakter in klassischer MMO-Manier auf das Maximallevel. Noch dazu erwarten euch Dungeons und Raids in auswählbaren Schwierigkeitsstufen, die ihr mit bis zu 6 Spielern absolvieren könnt, um euch seltene Ausrüstung zuzulegen. Und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr euch auch mit anderen Hütern im Spieler-gegen-Spieler-Modus austoben. Nach einigen Startschwierigkeiten ist Destiny inzwischen das grandiose Mehrspieler-Game, das es eigentlich von Anfang an sein wollte. Platz 9. Als 343 Industries die Halo-Reihe von Bungie übernommen haben, war nicht unbedingt jeder zufrieden. Doch schon mit Halo 4 zeigte uns das talentierte Entwicklerstudio, dass sie mehr drauf haben, als die Kritiker zugeben wollten. Halo 5 ist das zweite Spiel der Reclaimer-Trilogie und lässt die Spieler erstmals seit Halo 2 neben dem Master Chief auch in eine andere Rolle schlüpfen, nämlich Agent Locke. Der Master Chief ist nach den Ereignissen von Halo 4 verschwunden und wir machen uns als Locke auf, ihn zu suchen. Für Xbox-Besitzer ein Must-Have-Titel, der auch die gewohnte Halo-Qualität im Multiplayer bietet. Platz 8. Egal ob man FIFA mag oder nicht, Fußball ist nicht nur in der Bundesliga ein riesiges Thema, sondern auch im Videospielbereich. Das jedes Jahr neu erscheinende Kickervergnügen begeistert Fans weltweit bereits seit einigen Jahren und wird dies wohl auch in Zukunft noch tun. Ob alleine, online oder mit seinen Freunden direkt vor dem Fernseher, FIFA ist und bleibt eine der erfolgreichsten Videospielreihen der Welt und hat als Serie definitiv einen Platz in unserer Top-10-Liste verdient. Platz 7. Holy shit! Obwohl Call of Duty zuletzt für gemischte Gefühle in der Zocker-Community gesorgt hat, kann man den Erfolg der seit Jahren etablierten Shooter-Reihe nicht einfach ignorieren. Activision gibt sich größte Mühe, den Erfolg aufrechtzuerhalten und versucht dies mit abgefahrenen Settings und hochkarätiger Starbesetzung, wie Kevin Spacey oder zuletzt Kit Harington aus Game of Thrones. Bekannt ist Call of Duty vor allem für sein rasantes Gameplay. In den unterschiedlichsten Modi, wie zum Beispiel Kill Confirmed, Search and Destroy oder Domination, könnt ihr euch mit anderen Spielern messen und gleichzeitig neue Waffen, Perks und Killstreaks freischalten. Das sorgt für schnelle Action und Langzeitmotivation. Platz 6. 25 years after our world was ripped apart from the inside, we had peace. The Coalition haben die Gears of War-Reihe von Epic Games übernommen und in diesem Jahr mit Teil 4 eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren exklusiv auf die Xbox One gebracht. Das funktioniert unglaublich gut, denn das Team rund um Marcus Phoenixes Sohn JD wirkt sympathisch und läutet eine neue Generation ein. Ein wirklich spaßiger und sehr hübscher Third-Person-Shooter, in dem ihr euch vielen neuen Gegnertypen mit schlagkräftigen Waffen gegenüberstellen müsst. Funktioniert genauso gut wie die bisherigen Gears of War-Teile von Epic Games. Platz 5. Rise of the Tomb Raider spielt ein Jahr nach dem ersten Teil des Reboots und schickt euch ins kalte Sibirien, wo ihr euch auf die Spuren von Laras Vater begebt. Der hat nämlich einige Zeit seiner Forschung damit verbracht, nach der Quelle des Lebens zu suchen und ist auf mysteriöse Weise gestorben. Auf eurer Mission müsst ihr natürlich Tomb Raider typisch klettern, Rätsel lösen und euch gegen eine Geheimorganisation namens Trinity durchsetzen, die ebenfalls auf der Suche nach dem Quell des Lebens ist und euch keinesfalls den Erfolg überlassen möchte. Ein Action-Abenteuer, wie wir es uns gewünscht haben. Platz 4. Attackers incoming. Prepare your defenses. Nach einer langen Alpha-Phase und einigen fantastischen Cinematic-Trailern hat Blizzard mit Overwatch seinen ersten Shooter veröffentlicht. Die bunten, liebevoll gestalteten Charaktere sind den Spielern innerhalb kürzester Zeit ans Herz gewachsen und begeistern schon kurz nach Release Millionen. Jeder der bislang 23 verschiedenen Helden hat eigene Fähigkeiten und Mittel, euer Team zum Sieg zu führen. Der Clou an der Sache ist, dass man sich nicht am Anfang der Runde für den Rest eines Spiels auf einen Charakter festlegen muss, sondern jederzeit die Möglichkeit hat, diesen zu wechseln.
Hier gilt easy to learn, hard to master. Platz 3. Das Horizon Festival geht in die dritte Runde mit Forza Horizon 3 und schickt euch nach Australien. Dieses Mal mit euch als Boss der Veranstaltung und mit der Aufgabe, neue Fahrer anzuheuern, um es zum größten Event seiner Art auf der Welt zu machen. Als neuntes Spiel der Forza-Reihe ist der dritte Ableger der arcadigen Spin-Offs ein offenes, ungemein spaßiges Rennfest geworden. In einer etwa doppelt so großen Spielwelt wie im Vorgänger heizt ihr mit über 420 verschiedenen Karren durch unterschiedliches Terrain. Wer Lust auf einen großen, spaßigen, nicht zu simulationslastigen Racer hat, der muss hier zugreifen. Platz 2. Auch nach Jahren der Veröffentlichung zählt der fünfte Teil der Kultserie Grand Theft Auto zu den besten und vor allem finanziell erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. GTA 5 spielt dabei vor allem in Los Santos, dem fiktiven Abbild von Los Angeles. Die drei Hauptcharaktere Franklin, Michael und Trevor finden im Verlauf des Spiels über einige illegale Geschäfte zueinander und sorgen in der offenen Spielwelt für einige Unruhen. Neben vielen abwechslungsreichen und pompös inszenierten Missionen im Singleplayer hat man außerdem die Möglichkeit, mit seinen Freunden in GTA Online zusammen auf die Jagd nach schnellem Geld zu gehen. Mit diesem erstklassigen Gesamtpaket hat GTA 5 definitiv einen Platz auf dem Treppchen verdient. Platz 1. Im dritten Teil der Witcher-Reihe übernehmt ihr abermals die Rolle von Geralt von Riva, einem Meisterhexer. Als Monsterschlechter reist ihr durch das von Krieg und Plünderung geplagte Kaiserreich Nilfgaard, um dort nicht nur mächtige Bestien zu beseitigen, sondern auch um eure Hexenschülerin Ciri wiederzufinden. Was The Witcher 3 auszeichnet, ist dabei vor allem seine narrative Tiefe. Sämtliche Geschichten, seien es Haupt- oder Nebenaufgaben, sind grandios geschrieben und fördern das Erkundungsinteresse der Spieler. Ein wirklich grandioser Abschluss für eine wundervolle Rollenspielserie und ein verdienter erster Platz. Natürlich gibt es so ein Top-10-Video auch für die PlayStation 4. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und... die Wii U nicht vergessen, für die, die immer noch eine besitzen. Genau, wenn ihr jetzt noch nichts seht, dann ist das Video noch nicht online, kommt aber in den nächsten Tagen, ne?